sollen, dass jeder meine Augen drehen. Büßen. Sie erwartet hier Gerechtigkeit. Sie vertraut dem Rechtsstaat. Und sie möchte verstehen, warum ihr Sohn getötet wurde, warum er ermordet wurde von diesen Angeklagten, mutmaßlich. Semiha Özbek trauert um ihren Sohn Tahir. Er wurde von den Hells Angels ermordet. Die Täter saßen nicht weit weg von der weinenden Mutter und haben das miterlebt. Mein Name ist Christina Pohl. Ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Ihr beiden habt diese Szene gefilmt und ihr habt die Mutter beobachtet. Thomas Heise, Klaas Meyerheuer, herzlich willkommen im Verhör. Guten Morgen. Wir haben auch jemanden hier, der im Gerichtssaal saß, den einen Täter, der, wie viel waren Sie insgesamt? Wie viele Täter saßen da vor Ort im Gerichtssaal? 11. 11 ja. Täter zu der Zeit. Das hat sich ja dann nochmal geändert, glaube ich. Genau. Aber wie war das für Sie, diese Szene mitzuerleben? Schwierig. Also war nicht einfach. War sehr schwierig. Das hat sich ja nicht nur eine Szene, es gab ja mehrere Szenen, die war ja, ich glaube, das erste Jahr regelmäßig Abständen vor Gericht vor Ort und hat sich dann auch lautstark da mal geäußert und hat dann auch ihre Situation so versucht, so ein bisschen zu schildern. Dann war sie mal als Zeugin, glaube ich, dann aufgerufen und das war nicht einfach. Viel auch die ganze Familie war ja dann teilweise dann vor Gericht, das war komplett nicht einfach, aber bei ihr war es für mich sehr schwierig, auch sehr nicht zu ertragen, so, weil es auch muss ziemlich hart sein. Ich bin selber Familienvater und ich will mir sowas gar nicht vorstellen können müssen, oder? Ich muss mal ganz kurz, Christina, damit wir eins mal noch mal klären kurz. Mhm. Wir duzen ja Kasra, weil wir haben Kasra vor 2 Jahren kennengelernt, nachdem er aus dem Knast rauskam, haben viele, viele Gespräche gehabt, waren öfter mal Mittagessen. Wir kennen uns noch nicht so gut. Deswegen sind wir bei du, weil wir natürlich, wenn man ständig über das Thema redet und wir ihn auch viele Sachen gefragt haben, die wir nicht wussten, landet man irgendwann mal beim du. Ist ja auch sehr persönlich, sind ja auch viele Dinge, die sehr, ne? Wo man da nicht drüber reden will, gibt es ja auch Sachen, Manche Sachen haben wir auch nicht erfahren, zum Beispiel, wo Kasra gesessen hat. Ja. Das wissen wir bis heute nicht. Um das bei der Gelegenheit nochmal rauszuholen. Kasra Tsagaran war der Kronzeuge und war geheim irgendwo versteckt in einem Knast in Isolationshaft. Das muss man ja sagen, nicht? Vielleicht sollten wir einmal noch kurz zusammenfassen, warum Kasra Kronzeuge ist. Also es gab einen Mord der Hells Angels an Tahir Özbek, dem Opfer. 11 Leute wurden angeklagt. Kasra war ein Angeklagter, war aber der Einzige, der mit den Behörden zusammengearbeitet hat und umfangreich ausgesagt hat. Darum ist er der Kronzeuge. Genau. Hat profitiert von der sogenannten Kronzeugenregelung. 46b ist das, glaube ich. Richtig, genau. Und er ist der Einzige gewesen, der nicht lebenslänglich bekommen hat, sondern 12 Jahre. 12 Jahre insgesamt, 7 davon in Haft. Das war der Deal, schlussendlich. Es gab keinen Deal. Das war eine Entscheidung vom Gericht. Also es gab keinen Deal. Das Gericht hat für sich entschieden. Das ist quasi wie so ein Stiller. Also da ist es ist schon vorher klar, dass du natürlich Strafnachlass kriegen wirst. Nein, das entscheidet das Gericht. Es gibt es nicht. Es gibt natürlich, es wird beantragt von der Staatsanwaltschaft, das zu berücksichtigen und sie würden es beantragen und stellen dann auch ihre, wie bei allen anderen, auch ihr Strafmaß in Raum oder sagen es. Was war das bei Ihnen genau? Waren das die 12 Jahre? 10 Jahre haben Sie 10 Jahre. 10 Jahre und genau. Und das Gericht hat dann gesagt, nee, doch lieber 12, oder? Ja, haben 12 gemacht, genau. Aber es gab ja noch die Verstreckungslösung mit der Anrechnung einer gewissen Zeit. Die müssen wir auch erklären. Voll genau. Ja, aber was ist das? Wieder ist das ganz Besonderes gewesen. Das war auch was Einzigartiges in diesem Prozess. Also das Gericht hat gesagt, dass die Polizei aus ihrer Sicht, also aus Sicht des Gerichts, Fehler gemacht hat, dass es nicht auszuschließen ist, dass die Polizei bewusst diesen Mord hat geschehen lassen. Und deswegen hat das Gericht gesagt, 2 Jahre von dieser Strafe gelten als vollstreckt. Also wenn jemand 12 Jahre bekommt, gelten 2 Jahre bereits als vollstreckt. Diese Vollstreckungslösung, komisches Wort, hat das Gericht ausgesprochen. Das Berliner Landgericht ist aber vom BGH aufgehoben worden. Also, weil damit hätte man die Büchse der Pandora geöffnet. Dann würden Anwälte immer suchen, ob die Polizei in irgendwelchen Strafprozessen Fehler macht und würde mal sagen, hier, da hat die Polizei einen Fehler gemacht, wir wollen eine Vollstreckungslösung. Wir wollen, dass der Täter weniger bekommt, weil die Polizei Fehler gemacht hat. Und das wäre ein Fass ohne Boden geworden in der deutschen Justiz. Und deswegen hat es der BGH wahrscheinlich aufgehoben. Um kurz zu sagen, Sie haben das Urteil einfach verschärft, nochmal. Genau. Sie haben es einfach verschärft, klar.
Wie ist denn das, wenn man da so 5 Jahre im Gerichtssaal sitzt und zweimal die Woche wahrscheinlich irgendwie, ja, ne, so um und ja, bei, ja, schätze ich mal. Manchmal, ne? Mehr, ja. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ja. Wenn dann auf einmal das Urteil ansteht, ist man dann noch aufgeregt oder ist es nur... Nee, für mich war es, es war einfach okay, Ende. Ich habe sehnlich dieses Ende des Verfahrens danach gesehnt, dass dieses Verfahren endlich ein Ende findet. Es wurde immer wieder verlängert um ein Jahr. Und das für mich war eigentlich, na klar, ist man aufgeregt, was kommt jetzt bei rum, klar. Aber ich war dann auch wirklich, hier ist jetzt mal fertig, Schluss. Abschließen, ich muss diese Leute nicht mehr sehen. Man kann auch für sich auch endlich mal abschließen, ja, dass man diese Leute nicht mehr sieht, damit auch mal wieder konfrontiert wird. Und Thema ist dann auch... Klar, es ist natürlich eine heftige Nummer gewesen, aber irgendwann war doch okay, jetzt Schluss durch, Urteil, fertig. Verschärfend ist ja für so Leute wie, ich weiß nicht, ob du das auch sagen wolltest, verschärfend ist ja für Leute so wie Kadir, die also im ganz normalen Knast gesessen haben. Kadir Padir, müssen wir auch nochmal sagen, wer Kadir das ist. Kadir Padir ist ja Präsident der Hells Angels gewesen. Ja. Der war der Auftraggeber des Mordes. Mhm. Die sitzen ja in U-Haft alle. Und U-Haft, also nur U-Haft, ist irgendwie, glaube ich, nicht so lustig. Nee. Weil du darfst ja nichts machen, ne? Du kannst nicht arbeiten gehen. Ja, das haben sie aber dann später aufgehoben. Es gab dann immer über die Jahre, dann am Anfang war es noch sehr stringent, sehr heftig. Bei allen, bei mir sowieso, auch bis zum letzten Tag. Ich habe keine Lockerungen bekommen. Aber die durften dann Jahr für Jahr, erstmal war Tätertrennung, dann haben sie dann das ein bisschen aufgehoben, dann haben sie aufgehoben, dass sie Freizeitaktivitäten dürfen machen, also mit dreien teilnehmen dürfen, dann haben sie gesagt, sie dürfen arbeiten, dann habe ich so gedacht, die Tätertrennung wird aufgehoben, sie dürfen auch zusammen mit Betrieben arbeiten, also bis zum Ende war das dann nicht so, das hat sich dann, in der Regel ist es so, aber es hat sich dann, weil es nicht aufrechtzuerhalten war, es ging nicht, da längeres Verfahren, dann werden die Leute da durch, also das Gericht hat da schon ein bisschen geguckt, so ein bisschen auch Dampf aus der Geschichte rauszunehmen, ja. Ja, für mich war es natürlich scheiße, weil ich natürlich bis zum letzten Tag in Isolationshaft war und gar nichts machen konnte. Kein Besuch, gar nichts? Besuch oder schon, doch? Ja doch, solche Dinge waren gestattet, aber es ist natürlich, Besuch ist einmal im Monat. Der Monat ist lang, 30, 31 Tage. Also von daher 24 Stunden ist natürlich nicht lustig. Und an die Frischluft ist ja auch dann ganz allein, oder? Doch, ist natürlich alleine. Ich meine, die sind alle, die Menschen sind Sozialtier, die ist kaputt nach einer Zeit. Ich habe es irgendwie überstanden bekommen, so, und klar macht es dann auch ein bisschen einen stärker, klar, aber das wünsche ich keinem. Aber haben Sie da den Entschluss gefasst, auch ein Buch zu schreiben? Sie haben ein Buch geschrieben tatsächlich, ja, das heißt richtig. Der Perser. Richtig. Also ist das so ein Moment, wo man sagt, so, ich habe so viel gesehen, so viel erlebt, ich schreibe ein Buch darüber. Ja, auf jeden Fall. Den Entschluss hatte ich schon in Haft, dass ich auf jeden Fall die Geschichte aufschreiben möchte. Meine, auch meine Sicht der Dinge, der Welt einfach mal nach außen zu tragen. Weil es gibt ja immer, es wird erzählt, Dritte sagen, haben erzählt. Klar, es wird recherchiert aus der Medienseite. Aber trotzdem ist es ja nochmal was anderes. Wissen Sie ja nicht das, was ich weiß, als wirkliches Mitglied und Teilnehmer und am Geschehen teilgenommen haben oder hat. Deswegen wollte ich es einfach mal zu Papier bringen. Es war wirklich, es war ja auch ein Riesenthema. Es war bundesweit, glaube ich, in allen Medien, Schlagzeilen über Jahre hinweg. Spiegel hat, TV hat mehrere Beiträge darüber gebracht. Es gibt Zeitungsartikel. Also so und so, also ohne Ende. Und dachte ich, okay, jetzt möchte ich meine Dinge auch mal so ein bisschen aufschreiben. Wenn ihr jetzt die Aussagen von Herrn Zageran mal rückwirkend betrachtet, ihr kennt euch mega aus in dieser Szene, seit fast 15 Jahren seid ihr dabei. Wie ist das einzuordnen, was Herr Zageran da als Kronzeuge ausgesagt hat? Wie besonders ist das? Also wir waren total überrascht, als er natürlich damals ausgepackt hat. Als wir das erste Mal das haben Leuten hören, dass es so ist, dann haben wir uns versucht, sofort schlau zu machen, also sozusagen Ermittlerkontakte spielen lassen, haben uns in der Szene umgehört, was die so wissen. Und dann haben wir das auch mitbekommen, dass er ausgesagt hat, naja, das ist gefährlich, ne? Also ja, klar. Man muss sagen, es ist in Anführungsstrichen erstmal nichts Besonderes, dass es einen Kronzeugen gibt. Das gab es auch schon bei anderen Prozessen, auch bei Bandidos-Prozessen, auch bei Hells Angels-Prozessen. Allerdings muss man sagen, so stabil wie er, dass er jetzt hier auch sitzt, war aus meiner Sicht keiner. Es gab mal in Bremen Aussteiger, der sollte bei einem Prozess in Hannover aussagen, als die Hells Angels Bandidos massiv gefoltert haben. Der Typ ist umgefallen. Der hatte auch Stress mit seinen Vernehmern, der hatte Stress mit der Polizei. In der Regel sind Kronzeugen tatsächlich richtig, richtig schwierige Charaktere. Mhm. Und man sollte Kronzeugen... Weil sie umfallen auch irgendwann. Ja, man weil muss sie einfach wissen, oft sind es halt auch, sind einfach Kriminelle, die meistens nur ein Interesse haben, nämlich ihre Strafe zu mildern. Und oft kann man diesen Leuten nicht alles glauben. Und oft ist es dann halt auch so, dass sich viele Sachen als falsch herausstellen. Es gab Warum ist das bei Herrn Zageran anders? Also... wir erleben ihn ja sehr stabil, er sitzt hier, er redet, er ist überzeugend. Man muss dazu sagen, das Gericht hat ihm auch nicht alles geglaubt. Also das Gericht sagt ganz klar, das heißt, dieser Begriff heißt gespaltene Beweiswürdigung. Also man hat ihm vieles geglaubt, aber nicht alles.
Vielleicht kannst du das mal zusammenfassen, was man nicht geglaubt hat. Also sie haben... Warte mal, ich wollte nur eins zu dem Grund sagen. Man muss eben auch sagen, als wir uns damals sozusagen ein bisschen in der Szene umgehört haben, haben wir natürlich auch mit Anwälten geredet und so. Und da kriegst du dann schon mal zu hören, wenn du sagst irgendwie, übrigens, Kassra redet ja. So, und dann sagt dir auch mal ein Anwalt, der ist tot. Ja, wie, der ist tot? Na, den werden die umlegen. Der überlebt es doch nicht. Wir haben jetzt hier in Hamburg haben wir auch einen Fall, da geht es um was, um ein anderes Strafverfahren. Da haben wir auch wieder mit irgendwelchen Anwälten gegeben, gibt es auch wieder einen Kronzeugen. Da sagt ein Anwalt auch schon wieder gleich irgendwie, ja, der ist tot, das kann er nicht überleben. Gibt es, glaube ich, noch nicht. Also ich habe noch nicht erlebt, dass ein Kronzeuge, der sozusagen Kronzeugenregelung, aber ich meine, du warst ja auch im Zeugenschutzprogramm. Mhm. Ich weiß nicht, hast du einen neuen Namen? Mhm. Lebst du an einem geheimen Ort? Wirst du alles, über alles wirst du irgendwie nicht reden? Thema Zeugenschutz müssen wir ausklammern. Ist halt einfach so, aus rechtlichen Fragen. Ich will mich da jetzt nicht in irgendwelche Dinge hineinkatapultieren, was ich meine. Von daher. Aber gesagt, natürlich ist er gefährdet. Also, weil natürlich, wenn irgendeiner kommt und würde ihn finden und würde ihn möglicherweise umlegen oder ihm ein anderes Leid antun, der könnte der Held in der Szene sein. Man muss natürlich dazu sagen, ich bin natürlich nach wie vor sehr eng mit dem Landeskriminalamt verbunden. Ich habe auch mittlerweile auch privaten Kontakt zu zwei aus der Abteilung noch und mit denen bin ich auch im ständigen Austausch. Die haben auch immer gesagt, wenn was ist, rufst du an, kurzer Weg. Wir melden das dann wie auch immer und was auch immer, wo auch immer. Und ich habe natürlich auch einen engen Kontakt zum LKA, so dass ich immer, also... Aber mir würde man sich die Finger verbrennen, würde ich einfach mal so sagen. Also einfach sein lassen. Ich würde mich auch nicht trauen. Also aber genau, die anderen müssen ja schon sauer sein, weil die sind ja alle fast sind alle lebenslänglich aus dem Prozess gegangen. Ja, aber nicht nur wegen mir. Also da sind ja noch viele Dinge anders passiert. Natürlich war ich der stützende Pfeil, also die stützende Säule. Aber es gab noch viele Säulen drumherum. Und daher, war viel Dynamik in dem Prozess. Es sind auch einige Leute, Jungs, auch so ausgestiegen. Die haben sich geäußert, aber nur relativ begrenzt und limitiert und haben auch keine Fragen zugelassen. Und es gab auch Verwerfungen innerhalb des Charters. Es gab Streit in der Türkei. Das hat sich später dann rausgestellt im Verfahren über Telefonüberwachung, die innerhalb der Haft stattgefunden haben mit beschlagnahmtem Telefon. Von daher, da ist nicht alles grün gewesen. Viele haben auch gesagt, sie haben keinen Bock mehr drauf. Und es gab auch Zeugen, die Kadi ganz klar benannt haben, die wirklich schwerwiegender für Kadi dann auch waren. Ich spreche nur für die Freunde von dem Tai Özbek, dem Opfer. Ich glaube, die auch daran beteiligt waren an der Schlägerei. So ein türkischer Junge, den Namen habe ich vergessen. Der hat gesagt, ja, es gab ein Gespräch. Da hat Kadi ihm gedroht, hat gesagt, dem tue ich was an. Und ich hätte mich entschuldigt, er hätte das angenommen, aber er muss sich entschuldigen. Es gibt, oder er, von ihm nehme ich keine Entschuldigung an. Und das ist natürlich ein krasser Indiz dafür, dass es dann wieder dafür spricht, dass es eine Racheaktion von ihm aus gab, mit Auftrag. Und die Jungs sind natürlich auch noch alle im Leben. Also von daher, klar, man kann ihm was ausschließen, man ist immer vorsichtig, aber das war alles relativ sehr bewegend und sehr dynamisch. Nimmt mich natürlich nicht aus der Schlusslinie, aber trotzdem. Wie heißt das? Gespaltene Beweiswürdigung. Gespaltene Beweiswürdigung. Okay, das würde ich jetzt nochmal wissen. Ja. Also es war so. Kannst du es bitte wiederholen? Gespaltene Beweiswürdigung. Ja. Gespaltene Beweiswürdigung. Das heißt, dass jemand nur teilweise die Wahrheit gesagt hat? Oder? Also die Richter sagen, wir glauben ihm, aber wir glauben ihm nicht alles. So. Und das ist aber rechtlich zulässig. Also da gibt es höchstrichterliche Urteile vom BGH, dass ein Gericht sagen kann, das glauben wir ihm und das aber nicht. Also man könnte auch sagen, wenn wir ihm einen Teil nicht glauben, dann ist alles Und was hat man ihm nicht geglaubt? Also man hat mir 99,9% geglaubt. Das hört sich jetzt bei Cluster an, als wenn man mehreres nicht geglaubt hätte. Das wäre schwierig gewesen. Also man hat mir nur einen Punkt nicht geglaubt und das war halt dieses Video. Da haben sie was anderes reininterpretiert. Von wegen, es gab einen Auftrag, die Bewegung, die Art und Weise, der Eintritt, der Einmarsch, wie man es mal genannt hat, die Art und Weise, also die Flucht und so. Wir müssen das, glaube ich, nochmal erzählen. Das ist das Video vom Tatort. Genau. Das ist hier ein Bild von dem Eingang, wo dann das als Einmarsch betitelt wurde. Wir kamen dann hier durch die Tür, die ist hier rechts. Da steht übrigens das spätere Opfer. Das ist spätere Opfer, Tai Özbek, den da steht. Ach, wirklich? Ja, das ist Tai Özbek. Genau. Wir haben ja das, das hatten wir, glaube ich, vor zwei Folgen schon mal erzählt. Wir haben ja dieses Videomaterial, das sind zwei Screenshots hier aus dem Video, haben wir ja über Stunden analysiert. Und das Bild hier ist von 20.26 und 25 Sekunden vom 10.01.2014. Das steht hier ganz groß oben drüber. Und wir haben uns natürlich angeguckt auf den Opferbildern, die wir dann gehabt haben, was Tai hier anhatte. Und haben dann geguckt, wann ist der überhaupt gekommen. Weil ich weiß gar nicht, ihr seid ja dann erst drei Stunden, zweieinhalb Stunden später, seid ihr erst hin. Das heißt, der hätte ja auch sein können, dass der zwischenzeitlich nach Hause geht oder so. Mhm. Ne? So, das weiß man ja nicht.
Und hier ist übrigens sein Kumpel, das ist Dennis Witt, der hier neben ihm steht. Das ist die VP. Das ist der, der sozusagen der Polizei erzählt hat, dass Kadir Padia einen Mordauftrag ausgefüllt hat. Und der als, auch so umtriebig war dann. Und auch so umtriebig war, genau. Das ist der die sogenannte VP01. Aber das sind, das ist beides Males Tahir Özbek. Gespaltene also, Beweisführung. Als er noch lebte. Ja, genau. Also es war halt so, die haben gesagt, wir glauben ihm alles. Auch die Aussagen, die ich außerhalb des Verfahrens gemacht habe, die mit dem Thema nichts zu tun hatten, sondern in anderen Morden. Ein anderer Mord, versuchte Morde, BTM, also Betäubungsmittelhandel, Drogenhandel, Anabolikahandel und etc. Da haben sie gesagt, das glauben wir ihm, das haben sie auch thematisiert, dazu gab es auch Zeugen. Sie haben gesagt, aber den Punkt, was den Aufruf angeht, sprich Auftrag, alle Mitwisser, alle, also alle wussten es, was da passiert, haben gesagt, das glauben wir ihm nicht, weil wir das Video anders interpretieren, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Und darauf basierend haben sie gesagt, okay, 99,9, aber sorry, den 0,1, den glauben wir dir halt nicht. Mhm. Ja, also ist ein wesentlicher Punkt, aber ist halt auch nicht zu sagen, okay, da war irgendwie Widerspruch oder es stimmt nicht, was er erzählt hat, sondern es war einfach eine reine Sichtweise der Dinge anhand des Videos. Genau. Also aus das Video ist 23 Sekunden lang, bis der Erste reingeht und der Letzte wieder rausgeht. Und aufgrund dieser 23 Sekunden stützt praktisch das Gericht fast die gesamte Beweisführung. Für das Gericht steht aufgrund dieses Videos fest, es gab einen Auftrag, alle 13 Leute, die da reingegangen sind, und Tahir Özbek getötet haben, wussten von diesem Auftrag. Kasra ist an Nummer 8 gelaufen und für das Gericht steht fest, dass auch Kasra wusste, bevor er reingegangen ist, dass der da vorne schießen soll und dass Tahir Özbek sterben soll. Aber nochmal zu dieser gespaltenen Beweisführung. Mhm. Würdigung. Gespaltene Beweiswürdigung. Können wir es mal an die Tafel schreiben? Nein, Beweiswürdigung. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ja, gespaltene Beweiswürdigung. Wir haben natürlich wir haben uns natürlich auch schlau gemacht über Kasra und haben auch schon frühzeitig mal angefangen, immer mal mit Ermittlern zu reden und auch in den Akten zu lesen, was von dem, was er da erzählt, was denn da stimmt. Mhm. Und wir haben erlebt, dass die Ermittler uns gesagt haben, dass sozusagen die ganzen Details, also die Daten, es war so und so spät, es war der und der Tag, der und der war dabei, die haben gesagt, der hat nie einen Fehler gemacht. Weil natürlich sind bei den Befragungen, das wirst du ja irgendwie, weißt du, viel besser als ich, aber wir kennen ja die Aussagen auch, da dreht sich ja auch öfter mal im Kreis. Also du befragst am Anfang was und nach 8 Tagen befragst du nochmal den Sachverhalt, vielleicht aus einem anderen Blickwinkel, um zu gucken, ob er sich in Widersprüche verstrickt. Ja, ja. Und das ist nicht passiert, das hat er nicht gemacht. Es gab auch eine Situation. Von daher ist er als Zeuge eigentlich schon echt cool. Gab es eigentlich jemals jemanden, der so wie Herr Zageran so ausführlich auch über das Innenleben der Hells Angels ausgepackt hat? Es gab mal einen Kronzeugen in Kiel, Steffen R., den kennt Kasra aus seiner Rocker-Historie auch. Der hat auch sehr, sehr viel ausgesagt. Daraufhin hat die Polizei eine riesige Razzia vom Zaun gebrochen und das stellte sich hinterher aber als kompletter Quatsch raus. Also der hat noch viel buntere Geschichten erzählt, aber das ist alles also in dem Umfang und so, wie Sie das ausgesagt haben? Mit dem Wahrheitsgehalt hat, glaube ich, keiner ausgesagt, nein. Also, wie würdet ihr das einschätzen in all den Jahren, in denen ihr Rockergeschichten gemacht habt? Dass Herr Für Zageran uns war das Broterwerb seit 2014. Also auch Kasra hat uns sozusagen viele Filme irgendwie beschert. Und natürlich die Hells Angels überhaupt und die Bandidos überhaupt. Ja. Aber klar, für uns war das irgendwie eine gute Arbeit und eine spannende Arbeit. Und interessant zu sehen. Und für uns war das natürlich wirklich einzigartig. Absolut einzigartig. Das höre ich öfter. Es ist natürlich so, dass das natürlich für mich, okay, ist einzigartig, aber für mich ist es ein schwieriges Thema, klar. Aber ich weiß, es gab eine Situation, die habe ich noch gute Erinnerung. Da waren die vernehmenden Beamten, die ja wesentlich sind, auch was meine Glaubwürdigkeit angeht, da. Und da war ich selber sehr positiv überrascht, obwohl ich natürlich nichts Negatives hatte erlebt mit denen. Aber man weiß ja trotzdem nie, wie dann wirklich dann die Sichtweise sind bei einem Vernehmer. Es kann auch manchmal sehr politisch oder sehr, ne, will einfach nur ein bisschen spielen nicht, aber so ein bisschen Stimmung schaffen, damit es locker wird, damit dann Informationen kommen. Aber dann, wie er die dann wertet, das weißt du dann am Ende nicht. Und dann waren die da und hat das Gericht klipp und klar gefragt, glauben Sie ihm? Haben Sie jemals irgendwelche Widersprüche erkannt oder entdeckt? Und glauben Sie eben bezüglich, dass er es nicht wusste und etc.? Da gab es ganz klar, ja, ohne Widerspruch. Und das sind erfahrene Beamte. Und das war für mich natürlich sehr, nicht erlösend, aber sehr zufriedenstellend, weil ich dachte, okay, super. Weil wenn das Ermittlungsbeamte sagen und die haben das ganze Ding durchgeht, die haben alle Zeugen vernommen, Tatortbegehungen, die waren vor Ort, die haben alles ausgewertet, war natürlich, okay, super. Das ist natürlich ein positives Statement für mich, klar. Ja, und Sie haben ja auch geholfen, noch einen anderen Mord aufzuklären.
Worum ging es da eigentlich? Was war das jetzt schon wieder? Weil man hat den Eindruck, andauernd werden irgendwo Leute erstochen, erschossen. Was ist da passiert? Erzähl mal, Thomas, dein Kiez, die Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg, seine Ecke. Naja, überhaupt war ja diese Zeit damals war ja eine total bewegte. Wir werden ja später noch drauf zurückkommen. Irgendwie. Aber da tobte ja irgendwie auch der Rockerkrieg. Also ja, voll, völlig durchgedreht. Zwischen Bandidos und Hells Angels. Da gab es ständig. Also Hells Angels gegen Bandidos. Bandidos gab es gar nicht mehr. Ja, ja, aber da blieben ständig irgendwelche Leute auf dem Pflaster liegen, die bluteten. Und manche sind eben auch nicht wieder aufgestanden. Ja, ja, ja. Und in dem Falle war es so gewesen, dass es ein Fall war, der sozusagen bei mir in Ost-Berlin spielte, in der Kulturbrauerei. Da ist so eine Diskothek. Der berühmte Soda-Club, eine ganz normale, ganz coole Diskothek. Da gibt es natürlich auch eine Tür, da gibt es Türsteher. Und die Türsteher haben an einem Tag so eine Unterstützertruppe, ich glaube, es waren die Red Devils gewesen. Unter anderem, ja. Aber da waren auch richtige Hells Angels dabei. Ja, ja, ja. Waren auch richtige Hells Angels dabei. Also bei der Auseinandersetzung soll Marcel Conde dabei gewesen sein, Member und auch ein Member aus NRW. Jedenfalls wurden die nicht reingelassen. Genau. Ein Wort gab das andere. Und dann gab es irgendwie auf die Glocke irgendwie, ich weiß gar nicht, wer dann. Ich glaub, die haben auf den Kopf gekriegt, die Jungs vom Club. Und das war natürlich irgendwie, ging gar nicht. Ja. Aber die hatten gar nichts mit Rockern zu tun. Also das war Die Türsteher waren ganz normale Türsteher. Also sehr, sehr gute Sportler. Nee, das waren einfach sehr gute Sportler, hat mir der Ermittler gesagt. Und dann haben die Hells Angels halt einfach richtig auf die Glocke gekriegt. Und das ist für das Reputationsmanagement, will ich es mal sagen, oder einfach für den Ruf der Hells Angels, ist natürlich eine Katastrophe. Die werden von Türstehern verprügelt und das, die Basis ihrer Macht ist ihre Angst, die sie verbreiten, also die Hells Angels. Mhm. Und wenn schon, sagen wir mal in Anführungsstrichen, einfache Türsteher, die keine große Gang im Rücken haben, Hells Angels verprügeln, dann ist das eine ganz große Schmach und sowas spricht sich rum in Berlin. Und das kratzt dann am Nimbus der Hells Angels und das ist geschäftsschädigend. Da gibt es auch Videomaterial, das haben wir auch. Da siehst du drauf, es ist ein bisschen krisselig und schwarz-weiß, aber du siehst, dass eine Truppe, das ist nämlich sind die Türsteher, die gehen nach vorne und es gibt eine Truppe, die flitzt. So, und die flitzen, sind quasi die Hells Angels und ihre Unterstützer. Ja. Ganz unangenehm. Hätten sie das gedacht, dass sowas passiert? Bei dem Ganzen hätte eine einfache Schlägerei bleiben können, wo man vielleicht auch den Kürzeren zieht, aber dabei ist es nicht geblieben. Dann zwei Wochen später kommt jemand in der Nacht und gibt einen Schuss auf den Türsteher ab. Aus dem Dunkeln heraus wird auf den Türsteher, Locke hieß er, ne? Auf so ein ganz, also ich glaube, es war auch schon sehr früh morgens. Eigentlich ist alles schon vorbei und auf einmal wird auf den Türsteher geschossen. Und er kriegt einen Schuss ab, kriegt einen Steckschuss und verblutet ganz jämmerlich. Genau. Und das ist so ein ganz normaler 8,50 Euro Türsteher. Also der war nicht kriminell, der hatte auch eine Mutter, die hat natürlich auch irgendwie gelitten und geweint. Ja, klar. Und der blieb dann da liegen und war tot. Und natürlich sind die Ermittler relativ zügig davon ausgegangen, dass das eine, was eine Woche zuvor war, mit dem anderen irgendwie zu tun hatte. Und dann kommt Kasper. Aber sie hatten nichts mehr. Also da waren jetzt, sie haben im Umfeld, haben sie Spuren gesichert, unter anderem eine Zigarettenkippe, ne? Haben sie gesichert, da war auch eine DNA drauf, aber die DNA konnte man beispielsweise nicht zuordnen. Also die Polizei kam nicht weiter in dem Fall, der Fall war ungelöst, mehr oder weniger. Da lag darum. Und dann kommen sie ins Spiel, weil, wie haben sie davon erfahren? Ich nenne die Namen jetzt nicht, weil es dazu ein rechtskräftiges Urteil gibt. Es haben mir drei sollen es gewesen sein, aus unserem Charter. Zwei davon haben es mir damals erzählt, weiß keine Ahnung warum, sie haben es mir erzählt. Der eine hat erzählt, dass wer der Schütze war, wie das abgelaufen ist und das Tatfahrzeug und der eine hat mir erzählt, dass er auch der Schütze ist, genau so war es. Entschuldigung. Und hat das einfach so gesagt? Er hat davon gesprochen, dass er sich selbst auszeichnet, dass er sich freut, dass er die Auszeichnung dafür bekommt. Was kriegt man da für eine Auszeichnung? Es gibt halt Auszeichnungen für gewisse Taten, es gibt einmal für, wenn man einen Polizisten verletzt, gibt es eine Auszeichnung, die nennt sich Dichialo. Dann gibt es einmal das Hardliner, war in dem Charter, das ist für Körperverletzung, also wenn man jemanden verletzt oder sich gerade macht für den Club. Dann gibt es einmal noch das 50 View, das ist halt für Tötung oder Beteiligung einer Tötung für den Club. Und das ist wie so ein kleiner Club im Club, das dreckige Dutzend oder wie? Oder genau, wie, so ungefähr. Das macht ja nicht jeder im Club. Und die werden dann dafür ausgezeichnet. Und er hat sich damit gerühmt und fand es geil. Und dass er sich das raufmachen kann, hat erzählt, wenn er dann irgendwann Member ist, dass er sich auf die Seite macht, hat er auch einen Schriftzug da, das würde da reinpassen.
Und das hat er mir dann erzählt und ich habe das dann einfach den Polizisten damals erzählt und auch von dem anderen, der mir erzählt hat, wie das dann mit der Flucht war, wie das dann abgelaufen ist, dass man die Kennzeichen getauscht hat und das autonome Auto aus dem Alltag genommen hat, weil es nicht anders ging. Ja, daraufhin war das erstmal dann gesagt und eine Woche später kam dann einer rein, total schockiert, meinte, ey, wir haben was gefunden. Hat mir aber nicht gesagt, was. Mhm. Sagte Zagan, wir haben es gefunden und hat den Daumen hoch gemacht und ist dann wieder raus. Das war eine andere Mordkommission, die das dann behandelt hat. Also die haben das dann ermittelt und so. Die haben es dann weitergereicht. Wir müssen mal kurz sagen, aufgrund seiner Zeugenaussage hat die Polizei einen Haftbefehl erwirkt gegen den mutmaßlichen Schützen. Dann ist das SEK zum Vereinsheim der Hells Angels gefahren. Da hat er nämlich übernachtet. Der hat Nachtwache anscheinend gehabt. Und dann ist das SEK rein und hat den verhaftet. Wir wussten, dass da was laufen soll und haben die einzigen Bilder, glaube ich, gemacht von diesem Einsatz. Also es gibt Bilder von uns, wie das SEK reingeht und den Typen rausholt. Und dann hat man natürlich von diesem Verdächtigen eine DNA-Probe gemacht. Und das waren die Kippen, die man am Tatort gefunden hat. Übrigens, den Tipp, die Bilder, die haben wir nur, wir wussten gar nicht, wo der verhaftet wird. Wir wussten nur ungefähr. Wir haben jemanden beauftragt, der sich sehr gut mit der Polizei auskennt, ein freier Fotograf und der vor allem sehr gut Polizeifunk abhören konnte. Und zu der damaligen Zeit, das war ja 2014, hat das SEK immer noch analog gefunkt. Die haben noch mit analogen Funkgeräten gearbeitet, weil da die Zeitverzögerung geringer ist als bei digitalem Funk. Und der hat es geschafft, sozusagen das SEK zu finden durch sein Funkgerät. Also der hat halt Funkgerät, der hat die Funksignale aufgefangen und hat das SEK dann orten können und deswegen gibt es diese Bilder. Und dann ist er den hinterhergefahren und hat irgendwie schöne Bilder gedreht. Irgendwie. Genau. Ich habe sie auch gesehen, ja. Von so eine seitliche vom Zaun. Ja. Genau. Ja, und wie Klaas schon gesagt hat, gab es dann einen Treffer. Davon wurde ich aber nicht unterrichtet, weil das ist ja, ich habe es gesagt und die machen dann ihre Sache. Das habe ich dann später durch meinen Anwalt erfahren, weil es dann auch eine Ladung für mich gab und das wird natürlich Thema. Es war dann Thema in der Presse und so, okay, dann war für mich, okay, dann scheint das wohl gestimmt zu haben. Ich meine, das ist Berlin ist eine Millionenstadt und irgendwie war dann wo auch ein Zeuge, der da nachts irgendwie war und hätte gesagt, irgendwie der Schütze hätte jemanden Komisches gesehen, der hätte dauernd in der Ecke gesessen und die Beschreibung passte zu der Beschreibung von den Leuten, die da irgendjemanden gesehen haben, schwarz mit weißen Absätzen und das hatte dann irgendwie mit der Position gepasst und der Auffinden der Zigarette und dann die DNA-Treffer, das ist natürlich relativ unwahrscheinlich, dass es da liegt einfach so, so war meine, dachte ich, okay, alles klar, dann hat das wohl gestimmt. Und später, soweit ich mich erinnern kann, ja. Um mal ganz kurz einfach, diese Kippen haben sie nicht bei der nach der Tat da gefunden, sondern die Kippen haben sie erst gefunden, als sie nochmal eine Tatortbegehung gemacht haben. Das habe ich auch noch in Erinnerung. Und die haben sie, ich weiß noch genau, weil wir damals drüber geschrieben. Die haben sie sozusagen um so eine Ecke, nämlich da, wo der gehockte. Also genau, der, hat sich mal nicht beschrieben. Es gab einen Zeugen, der hat gesagt, ich bin ausgeparkt und habe dann da jemanden hocken sehen. Und an der Stelle sind sie dann nochmal gucken gegangen und haben dann da die Kippen gefunden. Ah, und die konnten sie dann dem mutmaßlichen Schützen zuordnen. Ja, genau. Also es gab richtig harte. Aber erst nach der Verhaftung. Ja. Aber es gab also richtig harte Indizien. Aber dass sie die Kippen zum Beispiel erst da gefunden, zwei Wochen später gefunden haben, die Dummies, muss man sagen. Wie kann man denn irgendwie, die Kulturbrauerei ist ja jetzt auch nicht ein Kilometer mal ein Kilometer groß, sondern das ist relativ überschaubar. Dass man da die Kippen nicht findet, ist schon echt ein Ding. Ja. So, und dann sind natürlich die Verteidiger gekommen im Prozess und haben gesagt, ja wie, 14 Tage später. Das kann ja sein, dass der irgendwie zwei Wochen später da noch rauchen gewesen ist. Dass die Kippe da liegt, bedeutet ja nicht, dass er in der Nacht da war. Der kann hat er zwei Wochen Zeit gehabt, da sich hinzustellen und zu rauchen und die Kippen da hinzuwerfen. So, Und die müssen sich ja auch nicht einlassen. Genau. So, also es gab harte Indizien und die sind dann eben auch im Prozess zerpflückt worden und auch Kassra ist zerpflückt worden von dem vorsitzenden Richter und von einem der beisitzenden Richter. Ja. Übrigens, da gibt es ein sehr interessantes Foto. Ganz kurz nochmal, das ist der Mann hier auf dem rechten oberen Foto mit der Brille. Das ist der einer der Beisitzer. Das Foto ist echt interessant, weil das ist der beisitzende Richter, das ist Herr Burmeier. Das ist der Vorsitzende Richter, Herr Faust. Richtig. Und das sind zwei Anwälte, also eine Frau und ein Mann natürlich. Dürfen die so zusammen essen gehen in der Konstellation? Das sind zwei, die in diesem Prozess mit dem Gericht, also mit den Richtern essen gehen. So, wir finden das, sagen wir mal,
dubios. Das geht irgendwie eigentlich nicht. Das macht man nicht, ne? Das macht man, das gehört sich irgendwie nicht. Aber die fanden das irgendwie offenbar irgendwie. Das sieht ein bisschen großartig nach Absprache aus, oder? Genau, genau. Ja. Es gab ja dazu dann das Foto, wo ich gesagt habe, das fand ich richtig geil. Das hat nämlich mein Anwalt damals gemacht. Der hat die zufällig gesehen bei einem Thailänder, der irgendwo in der Nähe beim Gericht ist und hat das natürlich gleich fotografiert, weil er gesagt hat, was ist hier los? Ja. Das geht nicht. In so einem schweren Verfahren sitzt der Beisitzer und der Vorsitzende Richter, ich glaube, da war auch noch die andere Beisitzende dabei, das war noch eine Frau, mit zwei Anwälten aus dem Umfeld, aus dem Kreis der Angeklagten zusammen. Was ist hier los? Was läuft hier schief? Hat er gesagt, wir haben die auch konfrontiert und die wollten sich da aber nicht so äußern. Ist das so gang und gäbe, dass man sowas macht im Laufe eines Verfahrens? Ich bitte um Verständnis, dass ich mich zu laufenden Verfahren nicht äußern möchte. Das ist, denke ich, was Sie mit der Pressestelle erörtern sollen. Aber Sie waren ja Mittagessen und nicht die Pressestelle. Ich weiß jetzt auch nicht, auf welchen Vorfall Sie sich konkret beziehen. Ich sage nur zu laufenden Verfahren nichts öffentlich. Da Sie waren mit Frau Jakobides und mit Richter Faust zusammen Mittagessen. Wie gesagt, zu laufenden Verfahren äußere ich mich nicht öffentlich. Hallo, Spiegel TV. Sind Sie zufrieden mit dem Prozessverlauf? Wir möchten Ihnen dazu keine Auskünfte geben. Es gibt dieses Foto, das Sie beim Essen zeigt, irgendwie das mit dem Richter Faust und mit Herrn Burmann. Das geht Sie überhaupt nichts an. Wie kommt es, dass Sie da bei so einem Prozess zusammen essen? Das geht überhaupt niemandem was an. Aber ist das nicht eher ungewöhnlich? Wir haben jetzt mehrmals gesagt, dass wir mit Ihnen darüber nicht sprechen wollen. Ich finde, das können Sie einfach reflektieren. Aber Frau Jakobides kann er selber antworten. Ich habe gerade gesagt, Sie hat das auch gesagt. Aber man muss sagen, dass diese Szene und dass die Rolle von den beiden Richtern, ich meine, das ist immer schwierig, über Richter zu richten. Selber zu richten als Journalisten, weil natürlich ein Gericht ist unabhängig, ein Richter ist unabhängig. Klar, es kann es viel besser mal wieder runterbeten, wie das ist. Und das muss man auch akzeptieren und das ist so. Aber natürlich ist es so, in der Beweisführung war es dann so gewesen, dass bei diesem sogenannten Sodermaut-Verfahren Kassra als unglaubwürdig galt. Weil er hat irgendwie in zwei, drei Aussagen, sagen wir mal, da hast du nicht richtig aufgepasst. Also sagen wir mal so, naja, es ist natürlich, ich glaube, es gibt eine Dinge, Frage, die einfach unwichtig sind. Haben Sie schon mal geschossen? Ja, und da sind zum Beispiel auch, ob ich bei einer Finanzierung von meiner Ex-Partnerin dabei war. Und da war ich angeblich dabei, dann hat man den Zeugen beeinflusst. Das hat man dann später festgestellt. Ob er beeinflusst wurde, weiß ich nicht. Ich gehe davon hundertprozentig aus, weil ein Angeklagter trifft sich nicht zwei Tage vor der Verhandlung mit einem wesentlichen Zeugen, der dann später mich als unglaubwürdig darstellt, in einem wirklich einer der unwichtigsten Situationen und überhaupt nichts mit dem Verfahren zu tun haben, was auch später mein Gericht dann auch so klargestellt hat und den vollen Watschen gegeben hat und auch klargestellt hat, wir glauben ihm, dass er das gehört hat. Man muss natürlich eins dazu sagen, das ist natürlich auch, das ist meine Wahrnehmung und es ist mir auch wichtig, das hier nochmal zu sagen, dass es eine persönliche Abneigung gab, gerade bei dem Beisitzenden, den Thomas gerade angesprochen hat, mit der Brille, Burmeier, richtig, das hat er mir auch zu vermitteln gegeben. Also er hat auch gesagt, ich solle doch mal bitte. Also anlasslos. Ich bin das erste Mal in diesen Gerichtssaal rein, habe meine Aussage getätigt und natürlich ist man nervös, man spricht manchmal schneller. Dann denke ich, dass man jemand darauf aufmerksam macht und sagt, bitte, Herr Zahn, sprechen Sie ein bisschen langsamer. Wir wissen, Sie sind aufgeregt, ein bisschen nachvollziehbar und ein bisschen Empathie mir gegenüber bringt. Hat er nicht, hat gleich gesagt, was sagt er? Reden Sie mal nicht so schnell. Dann sage ich, okay, alles klar. So, als wenn wir eine Verhältnis zueinander hätten, negatives. Ja, kein Problem. Ich sage, sagen Sie mir einfach, dann ist die Situation einfach geschuldet. Ist nicht einfach. Ja. Und dann haben natürlich die Anwälte des Angeklagten, also die von den Hells Angels, natürlich, das war halt, ist wie im Kindergarten, hier irgendwie so ein bisschen mit dem Finger auf mich zeigen, du bist ja peinlich, so nach dem Motto. Und dann hat er sich so zu denen rübergedreht, also die saßen auf der Seite, ja, muss er einfach mal sagen, geht da gar nicht. Welchen? Und dann dachte ich mir, okay, wow, was ist hier los? Das ist schon so, was ist hier für eine Stimmung? Ich meine, ich habe Ihnen nichts getan, Sie sind ein Richter, es geht hier um einen Mord, ich habe was gesagt. Als wenn ich ihn irgendwie schon beleidigt hätte oder irgendwelche Geschehnisse, die negativ waren, ihm gegenüber getan hätte, die er irgendwie anders gibt, mir so gegenüber so aufzutreten. Und da war für mich klar vom Gefühl her, das läuft hier in eine falsche Richtung. Mhm. Ich habe mir natürlich Mühe gegeben, das alles zu erklären. Ich bin auch nicht perfekt und ich habe natürlich auch gewisse Dinge, die wirklich unwichtig für mich sind. Ich habe so viel erlebt, ob ich bei einer Finanzierung dabei war und das Auto abgeholt habe von meiner Ex-Partnerin oder ob ich mal bei einer Sicherheitsausbildung Erinnerungen verschwinden oder nicht. Das war einfach, war mir nicht mehr sicher. So, und das haben sie dann als Anlass genommen, zu sagen, okay, wir finden es schwierig, auf seine Aussage ein Urteil zu fällen, aber, ich gleich nochmal sagen, weil es gab ein wichtiges Detail später. Und das hat man dem Mann dann auch vorgeführt, man hat ihn wirklich dann auch später in unser Verfahren als Zeuge eingeladen. Ja, das hat mehr genau, also das möchte ich gerne nochmal kurz hier sagen, weil später in dem Urteil wurde über diese Situation, dass ich wirklich unglaubwürdig bin,
nicht gesprochen. Mhm. Und man hat später ein Urteil gefällt, sogar auf Grundlage meiner Aussage, und hat einem der Angeklagten 3 Jahre gegeben oder 4 Jahre und dem anderen 2 oder 3. In einem anderen Sachverhalt. In einem anderen Sachverhalt. Da hat man gesagt, da glauben wir ihm, da gab es eine räuberische, so, was gab es da, Überfall, da hat er irgendwie eine Ex-Freundin. Der Schütze hat seine eigene Ex-Freundin überfallen lassen. Genau, hat ihr 15.000 Euro von einem Freier geklaut, die sie als angebliches Freikaufen von ihrem Zuhälter gebraucht hat. Und die hat er natürlich abgezogen, weil sie ihm nichts geben wollte, hat sie niedergeschlagen, Geld genommen, also der Bekannte von ihm. Und das haben sie natürlich gesagt, das glauben wir ihm, und haben auf Grundlage meiner Aussage, kann man alles nachlesen in dem Urteil, kann man sich gern ziehen, verurteilen wir ihn zu mehreren Jahren Haftstrafe. Und welchen Grund könnten diese Richter gehabt haben, Herrn Zagerand in diesem Verfahren nicht zu glauben? Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, willst du spekulieren? Ich glaube irgendwie, dass es so ein bisschen was so mit dem Ego zu tun hat. Also die haben beide ein relativ hohes, großes Ego. Herr Burmeier hat ein großes Ego. Wollten sich da wahrscheinlich, ich, ehrlich gesagt, weiß es nicht, irgendwie vielleicht ein bisschen profilieren. Jetzt müssten wir in deren Köpfe reingucken. Ich weiß es nicht. Also es ist natürlich schon eine krasse Geschichte. Also da stirbt ein Mensch, es gibt eindeutige Indizien, und dann konzentriert man sich auf so Kleinigkeiten. Dann sucht man da irgendwie das Haar in der Suppe. Klar, es geht da um lebenslänglich. Man will eventuell Menschen ins Gefängnis stecken für eine sehr, sehr lange Zeit. Da sollte man sich hundertprozentig sicher sein. Aber sich daran aufzuhängen, dass er auch mal einen falschen Namen genannt hat bei einer Verkehrskontrolle, weiß ich nicht. Passt irgendwie nicht so. Ja, danke, das hat man auch als anderes. Aber Entschuldigung, wie ist das denn ausgegangen, das Verfahren? Ja, die sind freigesprochen worden. Genau, sie sind für das Tötungsverbrechen an diesem Türsteher vom Solar Club sind die Angeklagten freigesprochen worden. Also für uns, muss ich ja wirklich so sagen, also wahrscheinlich für mich noch mehr als für dich, ist das sozusagen ein ganz schlimmes Verbrechen an einem wirklich unschuldigen Menschen in Berlin, was nie gesühnt werden wird. Weil die sind freigesprochen worden, die können dafür auch nicht mehr verurteilt werden. Und mich beschäftigt sowas. Ich habe da irgendwie echt, Klaas weiß das, weil wir da zigmal drüber geredet haben, mich hat das richtig beschäftigt, dass dieser arme Türsteher da irgendwie erschossen worden ist. Es gibt wirklich ganz harte Indizien. Jeder in dieser, weißt du, wir reden ja immer mit irgendwelchen Leuten. Wir haben natürlich auch VPs im Milieu. Und natürlich, jeder sagt uns, jeder in der Stadt weiß, wer es war. Das weiß, es gibt ja keinen, da gibt es ja nicht noch eine Scheingesellschaft oder eine Scheinorganisation, die diesen Türsteher umgebracht hat. Sondern jeder in der Stadt weiß, das waren die. Das war eine Racheaktion. Wir haben ja auch mal versucht, mit dem Chef von dieser Türsteher-Kombo zu reden. Der hat so viel Angst gehabt, der hat wieder mehr Angst als Vaterlandsliebe gehabt. Weißt du noch, als wir da hingegangen sind? Das ist ja auch ein Problem, dass die Zeugen dann eingeschüchtert werden. Ja, oder wenn sie das Wort Hells Angels hören. In dem Verfahren war es gar nicht das Problem. Nee? Nein. Das war man eher auf der Richterseite. Ich würde das einfach mal... Ja. Jetzt einfach es gab mal, keine Zeugen. Ich als Nicht-Journalist, als Ziviler mit meiner... Klar, ihr sagt, eure Meinung ist natürlich auch mal immer anders. Die wollten einfach nicht. Sie wollten nicht. Es gab eine persönliche Abmeinung meiner Person gegenüber. Ich meine, ich muss ja niemandem gefallen. Nee. Fakt ist Fakt, ob ich jetzt scheiße für die bin oder gut für die bin. Daran sollte man noch kein Urteil oder keine Glaubwürdigkeit messen. Mhm. Aber es war in meiner Meinung nach, das sage ich hier ganz offen, hier der Fall. Ich meine, man kann nicht jemanden mehrere Jahre Haftstrafe aufbrummen, auf Grundlage meiner Aussage, in demselben Urteil, in demselben Verfahren, aber in dem anderen Sachverhalt zu sagen, ja nee, hier ist er unglaubwürdig, sie haben es noch nicht mal so geschrieben im Urteil. Es hätte nicht gereicht. Es wurde ein bisschen umschrieben. Und später, das möchte ich hier nochmal ganz klar sagen, ist der Mann, dieser Beisitzer, es war ein Skandal, in Berlin ist er in den Justizkreisen, das weiß ich von meinem Anwalt, relativ überall rote Lampen angegangen. Mhm. Es gab Fassungslosigkeit auch unter der Richterschaft. Es gibt natürlich auch, untereinander wird gesprochen, es gibt natürlich auch so einen Flurfunk. Mhm. Und es war Fassungslosigkeit. Und dieser Mann, einer der Beisitzer, Richter, er in dem Fall, Herr Bummel, kam dann noch als Zeuge bei uns, weil er natürlich wohlwollend von der Verteidigung der anderen aufgenommen wurde, um mich zu diskreditieren. Kassel, du musst ein bisschen langsamer. Ja, Entschuldigung. Der Richter in dem einen Verfahren wird dann als Zeuge in dem anderen Verfahren. Also jetzt, der hier jetzt oben. Bei dem Mord, als es um den, genau. Der Und was Richter soll der bezeugen? Nee, ja, wie schnell, das ist jetzt mal ganz kurz. Okay. Das ist natürlich eine Sache, die... Also, ja, aber wir können ja auch mal was okay, klar. Der eine, der Richter in dem Soda-Mordverfahren spricht die Angeklagten frei, weil er Kassra für unglaubwürdig hält. Mhm. So. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Anwälte in den zweiten Mordverfahren. Die wollen natürlich wissen, warum ist denn der Herr Kassra Zagerand aus ihrer Sicht unglaubwürdig, also aus Sicht des Richters. Und deswegen
wurde der Richter als Zeuge in dem zweiten Mordverfahren geladen und hat als Zeuge ausgesagt. So, jetzt kannst du in unserem großen Expektmordverfahren. Und bei der Zeugenbefragung durch den Vorsitzenden Richter in diesem großen Mordverfahren, bei der Zeugenbefragung von Burmeier, war ich im Gerichtssaal. Und ich kann mich noch daran erinnern, also sozusagen dein Vorsitzender Richter, Herr Groß, hat irgendwie quasi einen Kollegen, nämlich ja den Richter Burmeier, als Zeugen, wie ich fand, so geschlachtet in dem Prozess, dass mir echt die Kinnlade runtergefallen ist. Ich habe noch kurz überlegt, ob ich für Spiegel Online was schreibe. Ich habe dann, glaube ich, nur getwittert. Aber das war irgendwie, der hat den richtig hart befragt. Also, wie kann denn das sein? Was waren die Indizien? Bei uns macht er hier so den Eindruck und so weiter. Oder wie hast du das? Also, ja, ich total, war total geplättet. Ich fand es auch so, er hat da richtig Eier bewiesen. Mhm. Manchmal ist es so, dass man da als Kollege, ich mache es, ne, aber es so Nest beschmutzen, das gibt es mit Sicherheit auch irgendwo in diesen ganzen Kreisen. Hat Eier gehabt, der Vorsitzende, auch die ganze Kammer. Ich meine, die stehen ja zu dritt da, haben Eier gehabt, haben den wirklich auseinandergenommen und der Typ hat sich dort blamiert. Also muss man ganz klar sagen, er hat sich blamiert. Ein wesentlicher Teil dieser ganzen Geschichte war die DNA. Mhm. Und meine Aussage on point, also on the top. Das heißt, diese Wertigkeit der Aussage, um gar nicht um mich jetzt toll oder gut darzustellen, es war einfach Fakt, hat doch eine ganz andere Brisanz und Gewicht, als wenn man nur die DNA gefunden hätte. Sondern man hat die DNA gefunden, gut 2 Wochen später, okay, ist nicht super optimal, aber wir haben die DNA von den Typen gefunden, die er uns gegeben hat. Das heißt, damit ist das alles schon wieder gut, nicht super, aber hat das eine ganz andere, also es ist mehr als schwer gewesen. Und die hat er angeblich nicht mehr in Erinnerung gehabt. Da wurde er ganz klar darauf gefragt, vom Gericht und auch von meiner Verteidigung, erinnern sich, gab es denn eine DNA? Weil das hat er gar nicht erwähnt in seiner Aussage. Er fand mich einfach scheiße. Ich habe es jetzt einmal relativ einfach beschrieben. Er hat mich als Selbstdarsteller und als arrogant und viel zu selbstbewusst, breitbeinig, so, das war der Ost. Das ist ein Schwurgerichtsbeisitzender, Richter an einer Kammer. Wahnsinn, ich kann das gar nicht glauben. Es hat ihm nicht gefallen, dass ich so breit... Ja. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Mhm. Ich hätte ihm nicht gefallen, er kommt da so breitbeinig rein und ist mir viel zu selbstbewusst. Ach, das fand ich nicht toll. Und ja, und später habe ich ihm gar nicht... Ist das derselbe Richter, der auch mal was Hells Angels mäßig getwittert hat? Ja, irgendwelche Vokabeln benutzt hat? Was hat der genau noch getwittert? Was war das? Wisst ihr das noch? Der Polizisten als Cops bezeichnet. Also sehr, ja, gut, okay, das sehr ist salopp. Ja. Cops und Sheriffs, also Cops sagen zum Beispiel auch die Hells Angels, die sagen, all Cops are Bastards. Das weiß ich nicht, was die Hells Angels dazu sagen, aber ich weiß, dass das, denke ich, keine negative Bezeichnung ist. Also ich verbinde mit den Bezeichnungen Cop oder Sheriff jedenfalls keinerlei negative Konnotationen und deswegen denke ich auch, es ist eine vertretbare Bezeichnung. Und das finde ich ganz gut, was Thomas gesagt hat, weil das hat Fahrt aufgenommen. Mhm. Und wo dann das Gericht richtig böse geworden ist und es alles nicht nur noch den Kopf geschüttelt hat, das haben wir auch beim Vorsitzenden gesehen, war dann die Frage, als er von sich aus erzählt hat, ja, am Ende haben wir ihm gar nichts mehr geglaubt, außer seinen Namen und sein Geburtsdatum. Da sagt das Gericht, hallo, Entschuldigung, wir haben hier ein Urteil liegen. Hier haben sie auf der Grundlage seiner Aussage, haben sie hier mehrjährige Haftstrafen verteilt. Also das verstehe ich jetzt nicht, das müssen Sie mir jetzt bitte nochmal erklären. Ja, Sie haben das Urteil doch mit unterzeichnet. Das hier ist Ihre Unterschrift mit drauf. Also müssen Sie doch wissen, ne? So. Ja, ich habe das jetzt nicht mehr in Erinnerung. Ja, ja, genau. Ich weiß nicht mehr. Ja, das kann ja sein also, und so. Weißt du, ein Richter an einem Mordverfahren, der dann sagt, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Ja, ja. Als wenn der Kamerad alle Nase lang in so einem Mordverfahren gesessen hätte, weißt du, und wie das jetzt komplett durcheinander kriegt. Aber das Krasse war auch noch mal, das kam noch on top, nachdem diese Aussage tätig wurde und er da vorgeführt wurde, hat er noch gesagt, wurde gefragt, ich weiß nicht von wem, vom einen Anwalt oder von der Richterin oder Richter, gab es eine DNA, gab es dann irgendwie, da weiß ich, nee. Dann sagt er, es gab doch eine DNA, ach, das weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. So, dann war dann auch Feierabend. Also schon auch selbstgefällig. Ja, total, man hat es gemerkt, also der war dann Game Over. Also ich glaube, der hat sich auch innerhalb der Richterschaft keinen Gefallen damit getan, weil das ist ja Wahnsinn. Mhm. Ja, also wenn ich das jetzt alles so höre, ich frage mich, ob Sie noch froh darüber sind, all diese Aussagen getätigt zu haben. Jetzt so im Nachhinein, wenn Sie mal zurückblicken, ist das so, dass Sie sagen würden, gute Entscheidung? Ja, total. Warum? Weil es das Richtige war. Ich meine,
wo leben wir denn? Also ich kann doch nicht jeder irgendwo hinlaufen, die Leute killen, nur weil ihm das nicht gefällt, oder Leute erschießen, Leute bedrohen, verletzen, weil ich irgendeine Farbe trage oder irgendeine Zugehörigkeit zu irgendwelchen Organisationen habe. So funktioniert das Leben nicht, so funktioniert die Welt nicht. Also nicht mein Leben und nicht das, was ich vertreten möchte. Von daher war das richtig. Klar habe ich viele negative Aspekte dadurch erfahren, aber ich habe auch viele positive Dinge erfahren. Ich habe eine andere Sichtweise auf die Welt mittlerweile. Ich habe Freunde in der Polizei mittlerweile, die ich in dieser Zeit kennengelernt habe, die ich auch persönlich jetzt mittlerweile guten Draht habe. Man sieht sich, jeder hat eine andere Zeit und anders, aber man sieht sich mal, wenn man kann, und sie sind keine Feinde für mich, und es gibt viele gute Menschen in diesen ganzen Strukturen, es gibt auch viele Menschen, die nicht so gut sind, und von daher ja, alles super, alles gut, und es ist richtig so gewesen, und ich habe es nie bereut. Ich habe schwierige Phasen gehabt, gerade über die wir gerade gesprochen haben, da habe ich kurz gezweifelt, was ist hier los, ja. was passiert hier mit mir, was habe ich jetzt hier getan, dass er jetzt so, ne? Und da hat mein Anwalt immer gesagt, ruhig bleiben, ist ein Marathon, kein Sprint, entspann dich. Also hat man vielleicht doch schon das Gefühl, man gerät zwischen die Räder dann, ne? Ja, natürlich, na klar, man muss natürlich sich immer vor Augen halten. Mhm. Die Anklage will mich platt machen, also platt machen im Sinne von etwas beschuldigen oder verurteilen, was ich nicht, so meiner Meinung nach, nicht so getan habe. Ich habe die Anwälte gegen mich, ja, ich habe natürlich auch für mich, diese Haftsituation war auch gegen mich, ja, es war kein Mensch, aber es war eine Situation, die gegen mich gearbeitet hat, und da ist natürlich, ey, was ist hier los, und hast du noch ein anderes Gericht, das jetzt irgendwie gegen mich schießt, unbegründet? Ich meine, hätte ich irgendeine Scheiße erzählt, hätte ich gesagt, die sind da gewesen, und später kommt raus, der war gar nicht da, der war in Frankfurt, ja, dann hätte ich gesagt, okay, Digga, hast du Pech gehabt? Selber schuld, denk richtig nach oder Scheiße erzählen. So, dann hätte ich es nachvollziehen. Aber das war ja wohl lächerlich in den ganzen. Wir haben ja darüber gesprochen, was da gefunden wurde und alles. Von daher, alles gut. Ich habe das nie bereut. Und was wäre denn aus Ihnen geworden, wenn Sie das nicht gemacht hätten? Will ich gar nicht drüber nachdenken. Wäre, glaube ich, auch zugrunde gegangen, kopfmäßig. Mhm. Weil ich war auch nicht mehr glücklich. Darüber haben wir jetzt nicht viel gesprochen. Es gab viele Ereignisse noch, die Zwischenfälle, auch Konfrontation mit Kadir selber. Und da sah das nie immer gut für mich aus. Ich sind später dann, das will ich kurz nochmal sagen, auch TKÜs im Verfahren aufgetaucht, wo Telefonüberwachung, wo abgehört wurde, wo man gesagt hat, man müsste was gegen mich machen, weil ich keinen Bock mehr auf mich hatte und ich ihm einfach ein Dorn im Auge war. Und dementsprechend wäre ich, glaube ich, dann da unter die Räder gekommen. Also man hätte entweder mir irgendwas angetan oder ich wäre dann irgendwie rausgeschmissen worden, man hätte mir das Leben zur Hölle gemacht. Und das ist ja... Gibt es was Sie vermissen aus der Zeit? Nee, gar nichts. Gar nichts? Motorradfahren? Ach, mit den nichts. Brüdern nichts. Abhängen? Ach, oder? Waren denn die Brüder, von daher vermisse ich da nichts. Wie, heute Fahrradfahrer oder was? keine Ahnung. Kassa, ich mal eine Frage stellen. Ja, bitte. Im Urteil steht ja klar drin, du bist wegen Mordes verurteilt. Also, Gemeinschaft, ja. Du bist ein verurteilter Mörder. wie geht man damit um? Also ich meine, ist ja, ich weiß, es ist eine heftige Frage, aber ist doch... Ja gut, ich weiß ja für mich, ich habe ja keinen Menschen getötet. Man muss ja immer dann, wenn man schon das dann in den Raum stellt, muss man sich mit dem Thema schon beschäftigen. Ich habe ja niemanden getan. Ich wurde dafür verurteilt, weil sie der Meinung waren, ich hätte es gewusst, dass in dem Moment jemand getötet wird. Also das ist schon ein Unterschied. Ja, also ich habe niemanden Haar gekrümmt, ich habe ihn nicht verletzt. Und, ja, ich begründe das immer so mit meinem Kopf, dass es halt so ist, wie ich es gerade beschrieben habe. Und ich habe es halt nicht gewusst. Die sehen es anders. Das Video ist das Einzige, woran man sich festgehalten hat dann am Ende des Tages, nach all den Jahren. Ich interpretiere es anders und ich sehe es anders. Ich weiß es auch anders, aber sie haben es anders gesehen. Ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Damit arbeite ich, damit lebe ich und kann damit auch umgehen. Also, ja, weil ich lege mich hin, ich schlafe, weil ich weiß, ich habe dem Menschen nichts getan. Das ist, glaube ich, für mich das Wichtigste. Weil ich muss am Ende des Tages in den Spiegel gucken und mit mir d'accord sein, und das bin ich. Mhm. Ja, Aussage, rausgehen, auch diese ganzen Hochhöhen und Tiefen und am Ende das Urteil, klar. Und von daher... Tun dir die anderen leid, die ja deiner Meinung nach auch nichts gewusst haben, jetzt aber lebenslang drin sitzen? Ja, Teile tun mir leid. Zwei, drei Jungs tun mir schon leid, aber sie haben sich für den Weg entschieden. Ja, weil die hätten es nicht so verdient, wie es dann am Ende rausgekommen ist. Also klar kann man sagen, selber schuld, mitgehangen und das alles, aber das wird der Sache auch nicht gerecht. Am Ende des Tages haben die Familie in Berlin oder was auch immer, und die wollen natürlich auch irgendwie ihr Leben einigermaßen ruhig verbringen. Gut, klar tun sie mir leid, aber ja, ist halt so. Ich werde auf jeden Fall das Buch lesen, das Sie geschrieben haben. Und wer mehr darüber wissen möchte, es wird heißen Der Perser. Genau. Von Kasra Zagaran. Überall bestellen.
Ja. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren. Super, und uns so ausführlich über diese Welt berichtet haben. Danke für die Möglichkeit, mich hier mitzuteilen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke, danke. Und ich stoppe die Aufnahme.